Bin schamiert. Gib bitte gern. Wir haben mal angefangen erst. Wie viele 5 Tage? Ja, was soll's? Du gehst die Via Sacra, ich den Wiener Wallfahrerweg 06. Welches ist das Einfachere? Deiner. Passt zu dir. Und tausch mal nicht. Na, sicher nicht, sicher nicht. Du weißt, wie leiwand das wird? Schau dir da diese ganze Hektik, der Lärm, der Stress. Und dort hast du 5 Tage jetzt einmal nichts Ruhe. Bin mir noch nicht sicher, ob ich dich verteufeln werde oder ob ich dir dankbar sein werde. Es wird Letzteres sein. Ja? Du wirst sehen. Bestimmt. Na, dann gehen wir. Es macht mich wahnsinnig da. Ja, jetzt brauchen wir nur noch dein Gepäck und dann können wir gehen. Ich hab alles dabei. Ja, und wo ist dein Gepäck? Das ist, da ist alles drin. Für 5 Tage? Ja, den Rest habe ich vorgeschickt. Passt. Du bist der Wahnsinn. Na, gehen wir's an. Gehen wir's an. Die wird das Lachen noch vergehen, das schwöre ich da. Gernot, das fängt ja super an mit dir. Du bist ja gleich mal falsch gegangen, da geht's zu U-Bahn. Ah, du bist der Wahnsinn. Berchtoldsdorf, mein Heimatort. Ganz besondere Freude, hier meinen Weg zu starten, den Wiener Wallfahrerweg 06. Und ja, 20 Schritte bin ich schon gegangen, werden im Laufe der Sendung sicher noch ein paar mehr werden. Und es freut mich sehr, dass Sie mich bzw. uns auf unseren Wegen begleiten. Gute Unterhaltung. Also. Via Sacra, wo bist du? Halleluja. Ich habe Freunden erzählt, ich gehe die Via Sacra und wurde belächelt. Gernot, eine mehrtägige Wanderung. Ja, warum nicht? So untertags war ich ja oft alleine unterwegs. Bei Covid über 100 Kilometer alleine im März vergangenen Jahres. Ich liebe es im Wald zu sein, ich liebe es zu wandern. Und habe mir gedacht, vielleicht finde ich mich hier, vielleicht finde ich die Natur, vielleicht finde ich den Herrgott. Ich weiß es nicht. Aber ausprobieren tue es. Gott, ich begrüße den Abt Maximilian. Freue mich sehr. Heiligenkreuz. Freue mich sehr, dass ich hier angekommen bin. Herzlich willkommen. Pilgern, wandern, weit wandern, hat das was Spirituelles an sich, in sich? Ja, der heilige Bernhard, unser Ordensvater, wir sind ja Zisterzienser hier in Heiligenkreuz. Er sagt einmal in einem Brief, Nummer 106, dass er mehr in den Wäldern gelernt hat als in vielen Büchern. Steine und Bäume
können größere Lehrmeister sein als viele Bücher. Und das ist schon ganz interessant, wie er doch die Natur in sein eigenes Denken einbezieht und erkennt, dass gerade auch in dieser Verbundenheit mit der Natur eine Erkenntnis wächst, dass es einen Schöpfer gibt. Kann die Via Sacra eine Etappe dabei sein? Ja, die Via Sacra ist eben ein uralter Pilgerweg. Geht ja im Grunde schon auf über 800 Jahre zurück, dass Menschen sich nach Mariazell aufgemacht haben, auf verschiedensten Pilgerstraßen. Eine der wichtigsten Pilgerstraßen hier in Österreich ist sicher eben die Pilgerstraße zwischen Wien und Mariazell. Und die führt auch über Heiligenkreuz, über Klein-Mariazell, über Kaumberg, ja, über Lilienfeld. Alle wichtige Stationen, auch über heilige Berge wie den Annaberg. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man auf diesen Stationen auch immer wieder neu entdeckt. Hier waren wirklich Menschen oft auch in Not unterwegs oder vor Glaubens- und Lebensentscheidungen und haben im Gebet ihre letzte Zuflucht gefunden und auch Erhörung. Also es ist nicht nur etwas Menschliches, sondern es ist auch etwas Übernatürliches. Das heißt, in der Natur eben Gott zu entdecken oder wieder neu zu entdecken, dass er auch in mein Leben eingreifen kann, dass ich nicht einfach nur ohne Sinn und ohne Ziel unterwegs bin. Das ist, glaube ich, ein ganz tiefer Sinn des Pilgerns. Darf ich das Privileg nutzen und Sie bitten, dass Sie mir noch ein bisschen was zeigen von Stift Heiligenkreuz? Gerne. Danke Gerne. Vielmals. Bitte. Wir befinden uns hier kurz vor Klein-Mariazell. Gott sei Dank führt den Gernot seinen Weg hier nicht vorbei, sonst hätte er am Ende glaubt, er ist schon da. Ist aber nicht so und ich freue mich ganz besonders auf Klein-Mariazell, weil hier treffe ich den Dr. Aigner, der uns ein bisschen was über die Geschichte dieser Wege hier, der Pilgerwege, erzählen wird. Und das machen wir jetzt. Hallo, grüß Gott. Hallo. Herzlich willkommen in Mariazell in Österreich. Mariazell? Das habe ich mir, ehrlich gesagt, ein bisschen größer vorgestellt. Ja, aber hier gab es schon ein Mariazell, da gab es jahrzehntelang in der Steiermark noch keines. Aha, aber das heißt hier? Heute heißt es Klein-Mariazell. Dann passt die Größe auch, da kenne ich mich aus. Aber der historische Name ist Mariazell in Österreich, im Gegensatz zu Mariazell in der Steiermark. Sie können mir ein bisschen was über die Pilgerwege hier um die Gegend erzählen? Sehr gerne. Gehen wir in den Kreuzgang vielleicht. Wunderbar, freue mich. Bitte. Dankeschön. Toll, ist ja ein wunderbarer Ort hier, ganz, ganz toll. Sagen Sie, wie ist es entstanden, dieses Klein-Mariazell oder Mariazell, wie Sie es vorhin genannt haben? Ja, zu Beginn des 12. Jahrhunderts war das hier eigentlich eine Randlage. Mhm. Wir haben da gleich hinterm nächsten Berg hat das Herzogtum Kärnten begonnen, ja, beziehungsweise die Steiermark. Und das Gebiet hier war relativ dünn besiedelt, es war eigentlich nur Wald, es gab auch keine großartigen Verkehrswege. Und ein sehr gutes Mittel, um hier Kultur, Kolonisation reinzubringen, war, dass man hier ein Kloster gegründet hat. Also wie ein EU-Förderprogramm sozusagen heute. Genau. Heute gibt es den Fonds für Regionalentwicklung. Damals hat man ein Kloster gegründet. Mhm. Und der Name Mariazell, woher kommt der? Das Benediktinerkloster war ursprünglich eine Zelle, wo nur so 2-3 Benediktinermönche gelebt haben. Und man hat das Zelle genannt, also kein volles Kloster. Und diese Zelle war der Heiligen Maria geweiht. Cella Sancte Mariae. Dann hat man das Sancte weggelassen, dann hat man gesagt Cella Mariae, dann hat man das vertauscht, dann ist Mariazell, Marienzell und so ist Mariazell entstanden. Und nachdem ja bis zur Auflösung der Monarchie Österreich und Steiermark ja verschiedene Kronländer waren, war für die Leute völlig klar, Mariazell in Österreich ist das, was man heute als Klein-Mariazell bezeichnet und Mariazell in der Steiermark ist das heutige große Mariazell in der Steiermark. Und wann hat es mit diesen Pilgerwegen
begonnen? Wann sind die da aufgetaucht, die ersten Pilger und die Wege hier? Also das steirische Mariazell hat sich vor allem ab dem 14. Jahrhundert zu einem überregionalen Wallfahrtsort zu entwickeln begonnen. Ja. Und so sind die verschiedenen Wege, die dorthin geführt haben, haben sich auch immer mehr entwickelt. Indem eben Gasthäuser entstanden sind an dem Weg, aber indem auch Bildstöcke aufgestellt wurden von verschiedenen Leuten und indem auch Kirchen an diesen Wegen entstanden sind. Und diese Bildstöcke, konnte auch sein, dass sich die zu Kirchen dann weiterentwickelt genau. haben. Ne? Also wir haben hier zwei wunderbare Beispiele in der Gegend, nämlich Hafnerberg und Tenneberg. Da wurden im 17. Jahrhundert Bildstöcke errichtet von Pilgern, die nach Mariazell in der Steiermark unterwegs waren. Und an diesen Bildstöcken haben sich dann immer mehr Mirakel oder Gebetserhörungen ereignet. Und so ist dann der Abt vom österreichischen Mariazell, also Klein-Mariazell, daran gegangen, über diese Bildstöcke die wunderbaren Wallfahrtskirchen dort zu bauen. Dann bedanke ich mich herzlich für die Ausführungen. Vielen herzlichen Dank. Darf mich verabschieden und wer sozusagen jetzt von Klein-Mariazell oder von Mariazell in Niederösterreich nach Mariazell in die Steiermark wandern und weiter pilgern. Viel Vergnügen. Danke vielmals. Baba, Wiederschauen. Wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nichts. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer warum. Ich bin der Martin, ich betreibe eine Internetseite zum Thema Weitwandern, habe auch schon einige Bücher übers Weitwandern geschrieben, unter anderem auch ein Buch, das man von der Haustür in Wien eigentlich weggehen kann. Die Via Sacra ist vor allem für Einsteigerinnen zum Weitwandern geeignet, weil es sind zwar immer wieder mal Steigungen drinnen, man macht doch ein paar Höhenmeter, aber sie sind nicht so steil und man kommt nicht so arg ins Schnaufen, wie es im Hochgebirge ist. Die Via Sacra ist außerdem ein Weg, wo man keine schwierigen Wege begeht. Das sind recht einfache Wege, man braucht keine große Trittsicherheit. Das heißt, das ist eigentlich der ideale Weg zum Einsteigen. Der Wiener Wallfahrerweg, der unterscheidet sich in der Via Sacra ein bisschen von der Route, dadurch, dass er für Wanderer ein bisschen besser ausgelegt ist, weil der Wallfahrerweg hat mehr Waldwege auf der Via Sacra. Dadurch, dass es einer alten Route folgt, sind natürlich alte Strecken teilweise asphaltiert worden etc. Das heißt, man hat bei der Via Sacra mehr befestigten Untergrund wie am Wiener Wallfahrerweg. Das Wichtigste beim Weitwandern auf der Via Sacra ist Orientierung. Ich habe den Herrn Landtagsabgeordneten und Bürgermeister Josef Balber und mir gehört, ihr seid ein besonders heiliger Ort. Richtig, wir sind der einzige Ort in Österreich oder sogar europaweit, der 5 Wallfahrtskirchen hat. Und das ist Klein-Mariazell, das ist Hafnerberg, Altenmarkt, Tenneberg und St. Corona. Wir haben uns wandernderweise hier getroffen. Was ist denn für Sie der Zauber vom Wandern? Die Entspannung. Die Entspannung, die Natur, die frische Luft, das ist herrlich. Wenn man da geht und man wird wirklich frei im Kopf, das ist das Wunderbare. Und das bietet sich ja da unglaublich an in der Gegend. Haben Sie da auch Erfahrung mit mehr Tageswanderungen? Ja, wir sind selber schon einige Male nach Mariazell gegangen. Nicht? Das bietet sich an bei uns. Da schauen wir, dass die Füße gut eingeschmiert sind, gell? Dass es keine Blasen gibt. Das Wichtigste ist, gell, der Hirschstall, oder? Ja, so quasi. Ja, und keine frischen Socken. Hat immer geheißen. Zu Befehl. Ja. Ja, ein bisschen, das sieht im Fernsehen kriegt man das eh nicht mit. Gehen wir weiter in durch diesen Märchenwald, Herr Bürgermeister. Thank you.
Ich mache hier eine kleine Pause von meiner Weitwanderung und darf hier die Pause machen. Der Matthias Schorn. Servus, mein Lieber. Freut mich total. Auch mich, weil das ist hier ein ganz heißer Kulturspot hier mitten neben der Via Sacra. Heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, heute sowieso. Und du bist ein professioneller klassischer Musiker, der eigentlich genug zu tun hat für jeden normalen Menschen. Aber du hast gesagt, ich mach mir noch was dazu. Ja, das ist eine Haltestelle für Kunst aus allen Richtungen, so habe ich es genannt. Der ehemalige Bahnhof von Altenmarkt im Triestintal. Genau. Die Strecke ist Anfang der Nullerjahre oder Mitte der Nullerjahre leider stillgelegt worden, was, glaube ich, ich habe damals noch nicht da gewohnt, aber was ich so höre, natürlich nicht so einfach war für die ganze Gegend. Ja. Aber wir haben den Bahnhof abgecycelt und haben jetzt sozusagen eine kleine Veranstaltungsspielstätte gemacht draus. Und weil ich ja auf dem Heiligen Weg unterwegs bin, nach Mariazell, ich denke, so darstellende Kunst und Musik hat ja auch was Göttliches, oder? Ja, das klingt jetzt sehr groß. Es hat vielleicht was, es ist einfach ein Riesenuniversum, glaube ich. Ja. Und ich glaube schon, dass diese Via Sacra, ich bin ja selber hierher gezogen und nicht hier geboren, aber ich bilde mir ein, dass das schon so Kraftplätze sind. Ja. Und wenn dieser Bahnhof auch für die Kunst oder die Kultur oder so ein Nahversorger und ein Kraftplatz werden oder sein darf, dann hätte ich halt voll die Freiheit und ja, daran arbeiten wir. Dann hättest du ihn gefunden und erschaffen. Vielleicht, ja, so wie die Kirchen und die ganzen anderen Kraftplätze, die es schon seit Jahrhunderten gibt. Vielleicht dürfte ich dann ein kleiner weltlicher Teil dieser Kraftplätze sein. Es ist einfach herrlich. Wunderschön ist es hier. Ein Traum, hier zu wandern. Ich bin ja Weitwanderer, war ja auch schon im Ausland, in Spanien und Frankreich, auf sämtlichen Jakobswegen unterwegs. Aber es ist schon immer wieder schön in Österreich und besonders hier in dieser Gegend zu wandern. Beim Wandern, was muss man beachten? Natürlich ganz wichtig, das richtige festes Schuhwerk zu haben. Einen Rucksack, wo man ein bisschen Proviant, gegebenenfalls Regensachen drinnen hat, beziehungsweise Wasserflasche ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ganz gern die Stecken, weil sie doch auch die Knie und den Körper generell ein bisschen entlasten. Ja. Ansonsten zum Wandern, es ist kein Wettkampf. Genießen Sie es einfach, die Natur, nehmen Sie die Energie auf die Landschaft. Es ist so wunderbar. Wettkampf, Fahrrad mit dem Gernot eh nicht gegangen. Wie es dem wohl geht, dem Gernot? Ha, Wahnsinn, dass der überhaupt sich auf das einlassen hat, wundert mich eigentlich. Gerade der Gernot. Komm, reiß die Zahn, steh wieder auf. Bleib ja nicht liegen, genau da morgens drauf. Einen Ruck und setz einen Fuß vor'n anderen. Nur die wandern, finden wieder zurück. Nur die wandern, finden wieder zurück. Nur die wandern, finden wieder zurück. Da ist er. Gernot, servus! Na, wie ist der gegangen? Boah, gut. Ja, gut. Die Zarerei halt nicht, war ein bisschen viel. Ich hätte meinen Sherpa mitnehmen sollen. Ja, was Wahnsinn. Ist der? Viel zu viel eingepackt. Ja, wie immer. Ah, herrlich. Ja. Boah, da spürt man sie. Schön. Halbzeit haben wir. Alter. Ja. Wie ist der gegangen, Gernot, bis jetzt? Ist Via Sacra wirklich der leichtere Weg? Der eine sagt so, der andere so. Aber an sich ja. Es ist schon, danke vielmals. Bitte sehr. Es ist danke. Sehr anstrengend, aber man wird so belohnt. Es ist ein Wahnsinn. Was hast du erlebt? Erzähl ein bisschen was. Ich liebe es. Es ist schön. Und was ich unterschätzt habe, man kommt ja über die Termenik und dann langsam ins Alpenvorland. Ja. Ist ich auf für oben. Es ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja, ja. Was machen deine Füße? Du hast mir einen guten Ratschlag gegeben, dass ich mich vorher mit Hirschstall schon einreibe. Mindestens eine Woche vorher, zweimal mit Hirschstall. Ich habe es nur bei den Knien gemacht, die sind ganz weich. Na, aber vielleicht solltest du auf die Knie weitergehen. Bittl blasen. Wunderbar. Was hast du da? Und der Wanderführer, was hast du da? Der Wanderführer von unserem Weg natürlich. Was hast du da?
Ist noch weit? Naja. Hunger, Pipi, Durst. Ja, ist so beim Wandern. Aber schön, dass du dich jetzt dafür so begeistern kannst und dass du so richtig schon, so deine Aura, die strahlt richtig schon. Ne? Spürst du es schon? Ich spüre es schon ein bisschen, ja. Es ist ja diese Pilger-Euphorie, die man da entwickelt. Ne? Da wartet noch ein bisschen was auf mich, also da ist noch Luft nach oben, gut. Von der Euphorie her. Gut, ja, ich sehe es eh schon. Du warst ja auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs. Ja. Das ist ungefähr fünffache von dem, was wir machen? Ja, fast das, ja, sechs, fast siebenfache. Es waren über 730 Kilometer damals. Wie teilt man sich das ein? Ja, ich war teilweise selbst überrascht und verwundert. Wird dir vielleicht ähnlich gegangen sein. Du kommst am Abend an und die Schuhgröße von normale 43 ist auf 48 angeschwollen. Ja. Aber in der Früh, lustigerweise, schrumpft sie wieder auf 43 ein. Das ist unglaublich. Und es geht wieder weiter. Also es ist eigentlich eigenartig. Die Energie, ich glaube, es kommt darauf an, da kann man beim Gehen sehr viel machen, indem du alles aufsaugst und mitnimmst und dich begeistert, das tragt dich dann irgendwann einmal. Das ist ein Prozess, den man, glaube ich, als Pilger durchlebt. Und ich glaube, da wird es auf dieser Via Sacra oder auf den Wallfahrerweg 06, den ich gehe, nicht wesentlich anders sein, dass du dich selber da sozusagen permanent anstecken kannst und aufladen kannst. Ja, ich werde dich jetzt verlassen. Ich gehe auf die Araburg. Auf die Araburg? Ja. Du, da mütsch ich da. In Spanien würde man sagen, Buen Camino. Hier sagen wir einen guten Weg. Schöner Schornstein oder was heißt das? So ungefähr. Genau. Cheers, mein Lieber. Ich trinke nicht aus, weil ich muss nüchtern bleiben. Beim Gehen, ja. Beim Fahren ist wurscht, aber beim Gehen ist besser. Man bleibt das nüchtern. Mach das. Und zahl dir nicht wieder so ab, gell? Du fühlst für einpackt. Ich hab mir's gedacht. Also, alles Ciao, mein Gute. Lieber. Baba, grüß dich. Ja, die Burg ist im 12. Jahrhundert erbaut worden von Konrad von Aberg. Und es ist sehr spannend, weil das war eine Grenzburg. Und das wundert jetzt einmal, weil wir sind eigentlich in Niederösterreich. Ja. Welche Grenze war? Die Grenze war, wir waren eigentlich hier in der Steiermark. Und die Burg war die Grenze zu Österreich. Da lerne ich was. Ja, sehr schön. Und wie ist der Bezug zu den Pilgerwegen hier? Ja, also wir haben in Kaumberg das Glück, dass bei uns zwei Pilgerwege vorbeigingen. Der Wiener Wallfahrerweg und der Via Sacra Weg, den du gehst. Besteigen und darf. Genau, sozusagen. Und der Via Sacra Weg geht hier bei der Araburg vorbei. Und wir sind sehr froh, dass hier so viele Pilger kommen und auch unsere Burg besichtigen. Ein wunderschöner Weg und ein wunderschöner Platz, um da Einhalt zu machen. Ja, ich darf weiter wandern. Sag vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Tschüss. Fifi, grüß dich. Ja, Wahnsinn, was ist denn da? Bist du der Bäcker da, oder was? Ja. Ja, unglaublich, was du da hast, bitte. Ja, das ist inzwischen schon Tradition geworden. Die Wallfahrergruppen kriegen die Gäste einen Wallfahrerhut. Da darf ich dir gleich einen mitgeben. Ja, danke. Und für deinen Kollegen natürlich auch. Ja, super, danke. Muss ich meinen Rucksack dann reingeben, ja? Das heißt, Wegzehrung habe ich jetzt in nächster Zeit genug. Warte, gib mir einen das für so dich auf, und einen für wunderbar, deinen Kollegen. Danke schön, mache ich. Sage vielen ich herzlichen Dank. Gell? Eine schöne Wallfahrt. Also ist für jeden Pilger ein Muss, dass man da einkehrt bei so dir. So ungefähr, gell? Ja. Also danke, danke dir. Gell? Tschüss. Papa, servus, grüß dich. Der Lebensweg wird oft sehr schmal, führt die durch manches tiefe Tal, wo man den Himmel nimmer sieht. Ganz nimmer viere, nimmer zurück, um die herum nur lug uns trug, am Ende vom Tunnel brennt gar Licht. Hast die verirrt und gehst kraftlos in die Knie, doch auf einmal, da hörst du Stimme in dir, komm
an, steh wieder auf, bleib ja nicht liegen, genau da warten's drauf. Gib deinen Ruck und setz einen Fuß vorm anderen, nur die, die wandern. Wir sind da am Muckenkogel bei Lilienfeld und ich bin gerade mit der Bahn hinaufgefahren. Ich würde sagen, rund 100 Meter unterm Gipfel sind wir, gell? Naja, nicht ganz genau. Wir sind rund 100 Meter unterm Muckenkogel, der auf 1224 Meter liegt. Von da geht es dann noch ein Stück rauf zum Gipfel, auf die Dreisnerhütte auf 1313 Meter. Ein geschichtsreicher Platz, weil hier wurde ja der erste sportliche Skibewerb ausgetragen. Der erste Torlauf, wenn ich mich richtig informiert. Ja, das ist vollkommen richtig. Und zwar der gewisse Matthias Starsky war Erfinder und unter anderem Begründer des Alpinen, also des Torlaufes, des alpinen Skilaufes überhaupt. Und der erste Torlauf der Skiweltgeschichte hat hier im Jahre 1905 in Lilienfeld eben von diesem Muckenkogel bis runter ins Tal stattgefunden. Unter historischen Bedingungen. Wir sind hier richtig in der Wiege des alpinen Skilaufs. Jawohl. Hat alles hier den Ausgang genommen. Hat hier in Lilienfeld, Niederösterreich, beim Muckenkogel begonnen. Für im Westen, in Tirol, wollen sie ganz glauben und streiten so und sagen, bei einer war es, aber es ist nicht der Fall, es war bei uns. Wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten, sind wir stolz drauf. Thomas, vielen Dank. Ich sage, wir machen nur eine kleine Tour und schauen ein Stück auf. Ha? Alles klar. Perfekt. Dann sind wir schon unterwegs. Dann sind wir unterwegs, dann gehen wir. Dancing to the music by, and the boys chase the girls, the girls in the hair, they shot too many juice that way over there, and songs get louder, each one better than before, and you sing in songs, think of this is alive, and you wake up in the morning, and you have twice your size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, and you sing in songs, think of this is alive. Wake up in the morning and you have best twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Also den Aufschwung haben wir eigentlich so Anfang des 18. Jahrhunderts erlebt. Da ist eine Stahlgießerei ansässig geworden. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt, haben ausreichend Holzvorkommen in der Gemeinde gehabt und für die Produktion der Holzkohle. Und dadurch hat sich die Forstwirtschaft entwickelt. Und das war der Aufschwung, den man auch heute noch merkt im Ort selber, die alten Fabriksgebäude. Mittlerweile hat sich das natürlich schon in andere Bereiche entwickelt. Wir leben nicht nur vom Tourismus, sondern haben auch das Glück, eine funktionierende Industrie im Ort zu haben. Aber der Tourismus mit den Pilgern ist ja nicht unwesentlich. Ne? Ganz, ganz wichtig für uns, ja. Mhm. Das ist Weitwandern und das Wallfahren. Ein bisschen entwickelt sich der religiöse Hintergrund in Richtung des Abschaltens, des Spirituelle. Die Gruppen werden manchmal kleiner und ganz viele gehen nur mehr alleine. Ja. Also es ist für uns touristisch und für den Ort selber von enormer Wichtigkeit. Ja. Wir sind umrahmt von Gipfel und Göller, das doch schon sehr in die alpineren 1800 Meter, 1700 Meter geht. Das gibt ausreichend Möglichkeiten, sich da zu entfalten, zu entspannen und sich aktiv zu bewegen. Das, glaube ich, ja, immer wichtiger wird für uns Menschen. Wir wollen den Stress abbauen und da dieser sanfte Tourismus. Zurück zur Sommerfrische, finde ich. Es war Sommerfrische, vor einigen Jahren war das ja diese Tradition in St. Digit und das irgendwie kommt das wieder zurück. Das Schöne am Weitwandern und Pilgern ist ja nicht nur, dass man die Landschaft genießt, sondern auch die Geselligkeit. Und das ist das Schöne, dass man auf den Hotspots, bei Hotels, bei Gasthäusern und so weiter immer wieder andere Pilger und andere Wanderer trifft. Und mit denen kann man sich unterhalten. Was war die Motivation zum Gehen? So ein bisschen Familienzwang. Also ich war so goschert und habe gesagt, naja, dann gehen wir halt, wenn das Seminar ausfällt, gehen wir halt nach Mariazell und war goschert und haben gedacht, das wird nie was. Und dann hat der Papa, naja, dann such Quartiere raus. Und dann habe ich halt begonnen, einmal die Routen ganz auf eben via Sacra online einmal geschaut.
welche Routen passen, wie weit ist das, ist es nicht zu weit. Und dann haben wir uns eben im Familienrat sozusagen und eben mit dem Schurli haben wir uns zusammengeschlossen, dass wir eben 5 Tage gehen. Und jetzt. Sehr gut. Und es ist auch kein Problem, sich so eine Tour zu organisieren, nicht? Nein. Du hast überall Infrastruktur, genau. Hotels, also es ist und eigentlich ja, perfekt. Also man kann sich wirklich locker einteilen und dann geht man halt an einem Tag nur ein paar Stunden und nur 15 Kilometer. Und dafür muss man halt dann an einem anderen Tag vielleicht reinbeißen oder man fährt eben ein Stück mit dem Bus oder so. Also es ist wirklich. Und wie geht's dir beim Gehen? Was kannst du da etwas mitnehmen für dich? Ja, also es ist sehr meditativ eigentlich, weil man geht und geht und geht und man kriegt einfach den Kopf auch frei von allen Dingen, von allem Stress. Man verlässt die Stadt und ist eigentlich sofort am Land, sage ich jetzt einmal. Und es ist wirklich sehr angenehm, wenn man dann einfach gehen kann und einfach die Gedanken einfach schweifen lassen kann und man geht einfach und geht und geht und geht. Der Wiener Mariazellerweg beginnt in Bertholdsdorf, wunderschön 4-5 Tage. Ist locker bewältigbar, gute Wege, man kann sie nicht vergehen. So einmal anfangen, einmal den Mariazeller weggehen, auch für Menschen, die nicht irgendwelche religiösen Hintergedanken haben. Es ist einfach schön. Ja, die österreichischen Weitwanderwege haben bestimmte Bezeichnungen. Zum Beispiel der Nord-Süd-Weitwanderweg ist der 05er, der 06er ist kennzeichnet die Mariazellerwege. Die sind auch dann so angezeichnet mit 06 oder 05, weiß man, wo man genau ist. Den 04er Weg gibt es, das ist der Eisenwurzenweg. Dann gibt es noch den Voralpenweg und der 02er ist der Zentralalpenweg, der von Hainburg bis zum Bodensee geht. So we're heading on the road and it takes for 4. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first rises eyes. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Auch das ist das Schöne beim Wandern und Pilgern. Man verbraucht ja so viel Kalorien und Energie, dass man am Abend oder zum Mittag ruhig Ayasen nehmen kann, ein gescheites Abendessen, ein gescheites Frühstück. Und man nimmt nicht wirklich zu. Auch das ist ein Vorteil des Pilgerns und des Wanderns. Herrlich. Oh, where you gonna sleep tonight? Jeder Pilgerweg lädt ein, dass man zur Besinnung kommt, dass man ein bisschen sich auf das Wesentliche konzentriert. Und jeder Pilgerweg hat ein klares Ziel. Bei uns ist das eben Mariazell. Dass man dann am Ende, wenn man angekommen ist in Mariazell, vor dem Gnadenbild der Gottesmutter betet und dort großes Danke sagt. Aber auf dem Weg nach Mariazell hin hat man vieles erlebt, viele Höhen und Tiefen. Ein Spiegelbild des Lebens ist so ein Pilgerweg, eben auch die Via Sacra. Und wenn ein Kloster und eine Basilika in einer Gegend angesiedelt wird, dann weiß man von der Geschichte her, das war natürlich ein spiritueller und ist ein spiritueller Mittelpunkt. Das wird dann zum wirtschaftlichen Mittelpunkt und es ist in diesem Fall hier auch ein kultureller Mittelpunkt der Region. Alles, all das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ganz wichtig und richtig. Habe ich mich richtig vorbereitet? Ganz richtig. Also Stift Lilienfeld möchte ein spirituelles Zentrum, ein kulturelles Zentrum sein. Wir haben jedes Jahr ein großes Konzertprogramm, vor allem klassische Musik, aber auch modernere Musik. Also weltlich wie sakral, die Musik? Beides, ja, genau. Und viele sangesbereite Mönche? Die Mönche singen gerne, ja. Ja. Es ist zwar nicht jeder gleich musikalisch begabt, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, aber wir singen gerne. Es ist ja kein Wettbewerb. Genau. Zur Ehre Gottes singen wir. Ja. Das ist das Schöne. Auf jeden Fall danken wir für die Einladung. Und wenn ich persönlich bitten darf, dass wir vielleicht noch einen kleinen Einblick in die Basilika nehmen dürfen. Und Sie bekommen jetzt ein Geschenk von mir. Ein Geschenk? Ja. In Lilienfeld gibt es nämlich die Lilienfelder Pilgerlilien. Die gibt es nur hier. Und kann man nur im Klosterladen vom Stift Lilienfeld erwerben. Und besondere Pilger
mache ich eine Pilgerlilie zum Geschenk. Ich danke Ihnen vielmals. Sie bekommen die große. Ja. Danke vielmals. Ich werde Sie in Ehren halten. Danke. Freut mich. Danke. Hier ist ein Mensch, schick ihn nicht fort. Gib ihm die Hand, schenk ihm ein Wort. Hier ist ein Mensch, der will zu dir. Du hast ein Haus. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Georg, servus. Fifi, servus. Grüß dich. Das ist ja wirklich eine Traumgegend ist das da. Du, wo sind wir da genau jetzt? Wir befinden uns auf der Mariazeller Bürgeralpe, auf ca. 1255 Meter. Mhm. Haben da einen wunderschönen Ausblick ins Mariazellerland. Ja, wunderschön. Da hinten ist der Ötscher, nicht? Hinter der Ötscher. Mit dem Haberlauf. Genau, Gemeindealpe, Erlaufsee. Ja, Mariazell sieht man jetzt, weil ja gut, ist nicht da nicht zu sehen. Ja. Ja. Aber wenn wir runtergehen, dann sehen wir Mariazell auch dann sehr gut. Da. Traumblick, wunderbar. Sag, und hier kommen ja mehrere Wege zusammen, nicht? Weil genau. Ich gehe den Wiener Wallfahrerweg 06, der Gernot ist auf der Via Sacra unterwegs. Und wie viele Wege hast du, die da zusammenkommen in Mariazell? Es kommen in Mariazell, glaube ich, 6 bis 7 Weitwanderwege zusammen, von allen Himmelsrichtungen. Von allen Himmelsrichtungen. Gut, ich mache mich auf die Socken, hat mich gefreut, dass wir uns gesehen haben. Wie viel? Ja. Du, wie lange haben wir jetzt runter noch? Circa eine Stunde. Ja. Du, ich glaube, ich nehme heute die Bahn runter. Ich glaube, ich werde mit der Bahn heute fahren. Der Gernot macht zum ersten Mal, der soll rückatschen, aber ich war schon ein paar Mal da, ich glaube, ich werde mit der Bahn runter. Dann geht es schneller, du bist in 4 Minuten 30 immer der Zelle. Wunderbar, ich danke dir vielmals. Danke. Also, alles Liebe. Schönen Tag noch. Danke, dir auch, grüß dich. Annaberg ist ein Wallfahrtsort eigentlich, ursprünglich ein Wallfahrtsort. Vor über 800 Jahren gegründet von den Zisterziensern aus, um die Gegend hier urbar zu machen und gleich einmal der heiligen Anna geweiht, die erste Kirche schon. Und diese Kirche, die wir jetzt haben, ist auch der heiligen Anna geweiht, ist die älteste der heiligen Anna geweihte Kirche Österreichs und stammt aus 1327. Heilige Anna, ganz wichtig für die Familien, für die Frauen. Und so sind wir ein ganz wichtiger Ort für alle Familien, die hierher kommen, Sommer und Winter. Wintertourismus, Sommertourismus hat sich beides um 1900 hier entwickelt schon. Das Besondere ist, dass wir im Einflussbereich dieses schönen Berges des Ötschers liegen. Das heißt, wir haben nicht nur einerseits die Mutter Anna und den Vaterberg Ötscher so vis-à-vis mit den bösen Geistern und hier das Heilige. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Aber wir sind auch auf einem Sattel quasi, das heißt, man fährt viele schöne Kehren herauf, ja. Liegt dann hier fast 1000 Meter hoch und ist aber somit auch so hoch oben, dass man also die frische Luft das ganze Jahr hat. Und die Wiener, die in Wien schwitzen oder die Kremser oder die St. Pöltner, kommen herauf, um hier durchzuatmen und die herrliche Frische zu genießen, auch im Sommer. Und ich bin ja auf der Via Sacra unterwegs und das ist jetzt quasi ein kleiner Seiten... Sagen wir nicht Seitensprung, aber fast. Nur ein kleiner Schritt, ein Seitenschritt. Ein Seitenschritt. Und ich möchte da gerne Ablenkung haben. Was würden Sie mir denn da Naja, ich würde sagen, 2 Kehren weiter zur Zipline und dort ganz einfach die Perspektive von oben zu haben und in 1,5 Sekunden herunterzufliegen und ganz einfach begeistert zu sein. Das schaue ich mir an.
Ja, Karl Weber, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, hallo, ja. Victor. Hallo, herzlich willkommen bei der Zipline Annaberg. Zipline Annaberg, ich bin jetzt seit 4 Tagen unterwegs, ich brauche Abwechslung. Ich habe gesagt, oder habe gehört, dass die Zipline mir da helfen kann. Was erwartet mich? Ist die perfekte Ablenkung für dich. Wir werden uns jetzt das entsprechende Equipment holen. Okay. Und dann geht es auf 1,4 Kilometer Länge mit einer Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h talwärts. Im freien Fall? Im freien Fall. Perfekte Ablenkung. Alter Schwede. Ja, da schauen wir rein, oder? Passt, gehen wir. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Ich habe bis heute nicht gewusst, was die Zipline ist. Und ich werde es jetzt erfahren. Das ist, glaube ich, eines der größten Abenteuer meines Lebens. Via Sacra, sage ich nur. Ich glaube, ihr habt es überlebt, oder? Sehr gut. Haben wir es geschafft? Tadellos. Runter von der Bürgeralm, runter nach Mariazell. Bin gespannt, wo der Gernot ist. Irgendwo in diesen Wäldern wird der Gernot sein. 1000 Schritte hinter mir. Das Ziel ist bald erreicht. Ich komm so gern zu dir. Ist der Weg auch nicht ganz leicht? Über Wiesen, Felder, durch den Wald spür ich die Schöpfung nah durch. Mache vor dem Ziel noch einmal Halt und genieß den Anblick pur. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Hoffnung und Geborgenheit, das alles gibst du mir. Tausend Menschen waren da, gleicher Weg und gleiches Ziel. Dein Glanz, Basilika, lässt nicht los, du gibst uns viel. Bald werd ich wieder heimwärts gehen, mit viel Kraft und Blick für mein Leben. Maria kann mich gut verstehen, werden uns bald wiedersehen. Geschafft! Hallo, mein Lieber! Gratuliere dir! Danke, Bruder Fifi. Na, ist das ein Wahnsinn? Wunderschön, oder? Ja, aber du hast nicht so viel versprochen. Ich bin jetzt näher bei mir. Es ist wunderschön. Ja, siehst du, man kommt nicht nur dem Ziel näher, sondern auch sich selbst. Ja, aber Frage. Bitte. Wie fahren wir jetzt zurück? Ja, eigentlich gar nicht. Wir gehen zurück. Sag einmal. Nein, nix. Was heißt gehen? Na, gehen, natürlich. Ja, und wovon ernähren wir uns? Da habe ich was vorbereitet. Halt einmal. Ja. Mit einem lieben Gruß aus Kaumberg. Der Bäcker hat unser Proviant besorgt. Das ist auch gut gegen den Regen. Ja, eben. So gesehen passt es ja wunderbar. Hör zisch mal, wunderbar. Komm mit und steck dir deine Sorgen an den Hut. Noch heute Abend wirst du sehen, wie gut das tut. Ab und zu geht was daneben, doch wozu darüber reden? Steck dir deine Sorgen an den Hut. Was daneben, doch wozu darüber reden? Steck dir deine Sorgen an den Hut.